Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Stefan Ries. Ich bin Heilpraktiker, bin Physiotherapeut, Ayurveda-Spezialist und auch Yoga-Lehrer. Ich habe eine kleine Heilpraktikerpraxis, wo ich Ayurveda-Medizin und Yoga praktiziere in Heidelberg und arbeite aber immer wieder auch beim Campus Naturalis. Hier in München, in der Lindwurmstraße, wo Ausbildungen gegeben werden zum Ayurveda-Therapeuten, Ayurveda-Massagetherapeuten und verschiedene andere Ausbildungen. Und in dem Rahmen über den Campus Naturalis halte ich eben heute hier den kleinen Vortrag. Und der Titel des Vortrags ist Die goldene Brücke Ayurveda und Yoga. Yoga und Ayurveda entspringen ja beide den alten Veden, den Texten des Wissens aus dem alten Indien und sind mehrere tausend Jahre alt. Den genauen Zeitpunkt kann man, denke ich, heute nicht mehr richtig feststellen. Yoga und Ayurveda sind ganzheitliche Gesundheitssysteme und um überhaupt mal festzustellen, was der Ayurveda überhaupt unter Gesundheit versteht, habe ich ein paar Stichworte zusammengefasst. Und zwar kennt sicher jeder oder wer kennt es nicht, die drei Ausdrücke von Vata, Pitta und Kapha, die drei Typen im Ayurveda, die genannt werden Bioenergien oder Doshas. Und jeder Mensch hat ein individuelles Gleichgewicht dieser drei Doshas. Um die näher zu erklären, könnte ich eine ganze Woche referieren. Deshalb überspringe ich den kleinen Teil. Die Doshas befinden sich in einem individuellen harmonischen Zustand. Das heißt, dass keines der Doshas, Vata, Pitta oder Kapha, zu hoch und aus dem Lot geraten sind. Vata ist das Prinzip von Bewegung im Körper, es ist das Nervensystem, die Einatmung, die Ausatmung, es ist der Blutkreislauf, es ist die Bewegung von Stuhl, es ist unsere Gedankenwelt, alles, was sich mit Bewegung befasst. Pitta ist das Stoffwechselprinzip, der Metabolismus und Kapha ist das Prinzip von Stärke, Zusammenhalt. Nur ganz kurz. Agni, die Verdauung, funktioniert optimal. Im Ayurveda gibt es die sogenannte innere Medizin, die nennt sich Kaya Chikitsa und Kaya ist ein anderes Wort für Agni oder Body. Also, und Agni ist das Verdauungsfeuer. Das heißt, die ganze innere Medizin im Ayurveda basiert eigentlich auf der Korrektur unserer Verdauung, dass wir das auch wirklich gut verdauen und verstoffwechseln, was wir zu uns nehmen und adäquat auch das ausscheiden, was nicht in den Körper gehört. Die Dhatus, das sind die sogenannten Körpergewebe, derer wir sieben haben im Ayurveda, das sind die Hauptgewebe, und dass die gut gebildet werden. Und dass die gut gebildet werden, ist es ganz wichtig, dass man abends zum Beispiel vor dem Schlafengehen mindestens 3 bis 4 Stunden nichts mehr isst, dass der Magen entleert ist. Und wenn der Magen entleert ist, ist der ganze Verdauungsbrei, sage ich mal, im Dünndarm, dort wo auch die Aufspaltung stattfindet und die Absorption der Nahrung in unseren Körper. Und über Nacht, wenn wir schlafen, ist natürlich ganz schön, werden die Dhatus, die Körpergewebe, gebildet. Das ist zum Beispiel das Blutplasma, die roten Blutkörperchen, das ist Muskelgewebe, das ist Fettgewebe, Knochengewebe, Nervengewebe und letztendlich auch das Fortpflanzungsgewebe, unser Shukladhatu.